Spuk aus der Gruft. Aber wie kam er da rein? Und so fing alles an. Nämlich mit diesem Mann, C.U. Wiesner, Berliner Autor. Besondere Interessen, Spukgestalten. Einmal sah er die Mumie, er selber sagt lieber Dörrleiche, des Ritters Karl Wutz im kleinen Dörfchen Kampel und hörte dessen gar schauerliche Geschichte. Das war der Stoff, aus dem Filme gemacht werden. Die Idee gefiel auch Günther Meyer. Autor und Regisseur und Gott sei Dank immer noch ein bisschen Kind. Also ich glaube immer, dass ich eigentlich die Tür nicht ganz zugemacht habe zu den wunderbaren Abenteuern und Erlebnissen, die man als Kind nur haben kann. Als Erwachsener ist es ganz schwer, sich diesen Weg offen zu halten. Aber ich glaube, wem das gelingt, der hat mehr vom Leben und von überhaupt. Gemeinsam schrieben sie das Drehbuch, begeisterten die Leute vom Fernsehen und fanden in Alexander Gerke einen Produzenten, der an sie das Buch, aber auch an das Glück glaubt. Und weil Glück etwas ist, was man nicht erzeugen kann, sondern was aus den Menschen heraus auch kommt, denke ich schon, ist Glauben wichtig, Glauben an Menschen, demzufolge auch Aberglauben, alles hat seine dunkle Seite. Und ich denke, dass das Besondere an dieser Geschichte ist, dass wir eine Drehbuchvorlage haben, die auch damit spielt. Und das war doch das, was mich besonders an diesem Drehbuch gereizt hat. Mit vollem Tempo ging es nun an die Vorbereitung. Es geht los. Zwischen Feldern und Wäldern fanden sie den idealen Drehort. Das kleine Dörfchen Stücken. Hier gab es alles, was sie brauchten. Einen alten Gasthof, einen Friedhof und die Kirche. Und was es nicht gab, das baute man an oder schaffte es herbei. Das Herzstück der Filmhandlung, die Gruft, wurde in den ehemaligen Tanzsaal des Gasthofes eingebaut. Und mit einiger Fantasie konnte man sich jetzt schon vorstellen, dass es hier einmal spuken würde. Das Produktionsbüro, sozusagen die Schaltzentrale für den Film, wurde im Gemeinderaum des Pfarrhauses eingerichtet. Aber was sagen die Leute aus Stücken dazu, dass der Film ins Dorf kommt? Der war schon sehr oft hier in Stücken. Es wurde schon viel gefilmt, zumindest zu sozialistischen Zeiten noch. Wir waren sehr oft als Kleindarsteller. Wir haben von der Feuerwehr auch in den 80er Jahren sehr viel Geld verdient beim Film. Aber es gab auch ängstliche Bürger. Einige wollten gar nichts davon wissen. Wieder andere dagegen blieben ganz ruhig. Was hier aussieht wie das Gruselkabinett vom Jahrmarkt, das ist die Werkstatt des Maskenbildners Frank May. Sieht es aus oder sieht es nicht aus? Aber hier entstanden schon viele berühmte Gruselgestalten für Film und Fernsehen. Und hier ist auch der Geburtsort des stummen Hauptdarstellers unseres Films. Unter den geschickten Händen des Maskenbildners Frank May entsteht der Kopf der Mumie des Junkers Friedrich von Kulbanz. Woraus machen Sie den denn eigentlich? Also ich arbeite eigentlich mit natürlichen Materialien. In dem Fall habe ich nichts weiter als einen Standard-Gipskopf drunter und benutze Kautschukmilch als Grundlage und Fischhaut als zusätzliches Material. Ja, das ist wirklich richtige getrocknete Fischhaut. Die kann man in Spezialläden kaufen. Hin und wieder wirft Herr May einen Blick auf das Foto der echten Karl Wutz Mumie und er findet, sein Kulbanz sieht der schon recht ähnlich. Kaum zu glauben,
dass auch das der Junker Friedrich von Kuhlbanz ist. Aber laut Filmgeschichte sah er zu Lebzeiten so aus. Überhaupt spielen Gemälde im Film eine wichtige Rolle. Besonders bei der Aufklärung eines Verbrechens. Hier im Atelier von Born und Wagner entstehen sie. Und während die Mumie Gestalt annimmt und die Bilder gemalt werden, haben Günther Meyer und die Seinen über die Besetzung nachgedacht. Also für die Kinder gab es die Jacqueline Rietz, die hat das Kindercasting gemacht. Frau Landkammer hat beim Erwachsenencasting einen wesentlichen Anteil. Natürlich einige Schauspieler, die ich sehr gern mochte und mit denen ich zusammengearbeitet habe, spielen auch mit. Ja, man wird sehen, wie die Mischung funktioniert. Für Onkel Hermann, sozusagen die Seele vom Ganzen, wurde Kurt Böwe gewonnen. Wenn du mich brauchst, werde ich da sein. Nina Hoger wird die wunderbare Mutter zweier wunderbarer Filmkinder spielen, die nicht die Mumie liebt, sondern... Ich liebe nicht die Mumie, ich liebe den Bürgermeister. Der couragierte, verliebte Bürgermeister wiederum wird von Walter Plate gespielt. Hier sind die Erben dieser Bruchbude. Renate, Maya, Marco, Köhler. Bin der Bürgermeister. Warum spielen Sie bloß immer solche positiven Typen? Natürlich wird man in erster Linie so besetzt, wie man also aussieht oder welche Ausstrahlung man hat. Aber ich glaube, das wird auch mit den Jahren ein bisschen anders. Ich glaube, irgendwann werde ich auch einen richtigen Bösewicht geben können mit der Portion, die dazugehört. Matthias Schweighöfer spielt den Sohn des Bürgermeisters. Warst du überrascht, die Rolle zu bekommen? Also als ich die Rolle gekriegt habe, da bin ich ziemlich ausgerastet. Also ich habe mich tierisch gefreut. Weil ich wurde auch zum Casting eingeladen bei einer Abschlussfeier. Und dann bin ich hingegangen und habe erst mal gedacht, naja, erst mal kicken. Und dann habe ich sie gekriegt und bin voll zufrieden. Sind Sie morgen frei? Jackie Schwarz wurde für die Rolle des zwielichtigen Coolberry ausgewählt. Und als ein Partner Rainer Heise. Gestatten? Bachölke. Bachölke heißt er. Ist also Taxifahrer des kleinen Ortes. Und der lässt sich sozusagen von Lord Coolberry engagieren, weil er denkt, er kann eine müde Mark machen. Gudrun Ritter war die ideale Besetzung für die alte Hanne. Und auch der kleine Friedrich würde mitspielen, schon recht filmerfahren. Also ich habe die Milchreiswerbung mitgemacht. Dann hatte ich einen kleineren Film gemacht, eine Nebenrolle, bei dem ich, da weiß ich jetzt nicht mehr richtig, wie der heißt. Und dann hatte ich Prinzenrolle, dann Friedrich und der verzauberte Einbrecher und jetzt den hier. Der Hamburger Schauspieler Benjamin Sadler war der Favorit für die Rolle der lebendigen Mumie. Und Saskia Grasemann sollte das Mädchen Maya spielen. Eine Probe und bitteschön. Mach die Tür auf. Dieses Casting, in der Filmsprache so was wie testen, sollte entscheiden, ob es mit den beiden zusammen funktionierte. Und es klappte. Und Glück. Was hat Benjamin an der Rolle gereizt? Geld. Nein, was habe ich gereizt, die Rolle zu übernehmen? Erstens, ich habe noch nie einen Kinderfilm gemacht. Und das ist ja, also nur ein Märchen, Gruselmärchen. Das fand ich immer ganz, ganz toll. Und das ist also die Geschichte. Und einen Untoten zu spielen, beziehungsweise eine Figur zu spielen, wo mir halt keiner sagen kann, wenn ich da was anbiete und so die Figur so für mich anlege, wo er sagen kann, naja, aber so ist kein Untoter. Das kann keiner sagen. Niemand weiß, wie es ist. Er war genau der Friedrich, mit dem ich auch am besten spielen konnte. Ich habe schon die ganze Zeit gehofft, dass er es ist, auch wenn ich nicht genommen werde. Dem ersten Drehtag stand nichts mehr im Wege. Aber, dass wir uns Mühe geben, darauf können Sie wirklich rechnen. Denn wir haben großes Verantwortungsgefühl. Kamera ab. Der Drehalltag hatte begonnen. Die Filmleute sind am Drehort eingetroffen. Auf der Wiese an der alten Eiche wird eine Szene gedreht. Maya soll Blumen pflücken. Die müssen allerdings erst einmal gepflanzt werden. Mit großem Aufwand wird diese Einstellung geprobt und gedreht. Im Film wird sie nur Sekunden dauern.
Oder wollen wir, komm, wir drehen eine mit. Siehst du die alte Eiche? Oh, die trickst Mama immer aus. Die sollte doch den Boden sauber machen. Zeig mal. Auch die Mumie hat schon längst das Gruselkabinett von Herrn May verlassen, verhüllt zwar anfangs ihr Gesicht noch voller Scham und wartet aufgeregt auf ihre großen Szenen. Endlich war es soweit. Sie durfte in die Gruft. Sie wird respektvoll behandelt wie jeder andere Star auch und kann nun endlich in Aktion treten. Für den Pulver hatten wir den. Müssen wir jetzt mal festlegen. Achtung, wir drehen. Ruhe bitte. Ton. Machst du den Ton läuft? Bitte. Er hat sich gern, wenn man ihm zu nahe tritt. Selbst gut aussehende junge Männer müssen sich bei einem Spukfilm so allerhand gefallen lassen. Die fühlen sich gleich ganz anders. Das ist den Rest habe ich gemacht. Was ist denn das für eine schwarze Paste? Das ist richtige Erde. Nicht vom Friedhof, von hier unten. Und die Erde haben wir mit Wasser vermengt, natürlich. Und ein bisschen Glycerin reingemacht, damit die Feuchtigkeit erhalten bleibt. Die riecht aber streng, meine Fresse. Ja, riecht nach Pilzen. Ne? Mein lieber Scholli. Ja. Und? Bitteschön, los, langsam. Und zu mir gucken, zu mir. Das Spuken in der Gruft muss natürlich geprobt werden. Das ist wichtig. Damit es dann in der fertiggestellten Filmszene auch richtig funktioniert. Apropos Gespenster, Geister, Übersinnliches. Wie halten es denn die Leute vom Film damit im wahren Leben? Also ich muss sagen, ich hatte bis vor diesem Film da überhaupt kein Verhältnis zu. Und jetzt so langsam fange ich an, mich für Spukgeschichten zu interessieren. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir vielleicht mit unserer unserer Schulweisheit gar nicht so recht erfassen können. Und deswegen sind auch in allen den Geschichten, die ich mache, sind so Augenblicke drin, wo man sagt, naja, es ist etwas aus einer Zwischenwelt. Ich glaube nicht an Geister. Also ich sag mal so, wenn ich halt nach Hause komme, ist keiner im Haus, keiner in der Wohnung, sehe ich auch zu, dass ich so schnell wie möglich einen Lichtschalter ankriege. Also zwiespältig. Solcher Art Antworten muss man erstmal verdauen. Und deshalb wenden wir uns den irdischen Dingen des Lebens zu, dem Essen. Beim Film heißt das übrigens Catering. War eigentlich angesagt. Aber auch hier kann man es nicht allen recht machen. Das essen wir überhaupt nicht. Isst du Fisch? Nee. Ah, das essen wir nicht. Nee. Ne? Also essen wir heute überhaupt nichts? Nee. Ja, und du bist so dünn und da wirst du vielleicht noch da vom Stängel fallen, mein Junge. Tja. Die Filmleute machen Pause. Manche nutzen sie so. Andere genießen sie so. Nina Hoger macht mit Friedrich eine kleine Ausfahrt. Und manche können es auch in der Pause nicht lassen. Ein kurzes Kapitel über die Liebe. Wir drehen. Ton. Ab. Ruhe bitte. Ton ab. Ein ganz normaler Drehtag. Bitte schön. Aber heute wird ein Satz fallen, der uns aufhorchen lässt. Achtung, gleich kommt er. Wenn sauber, ist dieses Bild gestorben. Und wir machen direkt im Anschluss eine Stellprobe.
fürs Bild 85 nur mit Nina und Walter. Und Thorsten. Und dem jungen Paar. Dem jungen Paar? Den beiden Paaren. Läuft da was? Ist eventuell Friedrich was aufgefallen? Ich weiß nur, dass Matthias und Saskia also Freunde geworden sind, glaube ich. Bei den anderen weiß ich es eigentlich gar nicht richtig. Hast du einen festen Freund zu Hause? Der Grundstein wurde wahrscheinlich hier gelegt, in der Filmhandlung. Es war der erste Drehtag für Saskia und Matthias. Und dann gleich küssen. Wie verkraftet man denn sowas? Also hätte man eine Einstellung auf die Augen gehabt, dann hätte man wirklich alles, was wir gedacht haben, gesehen. Wir mussten erst mal miteinander klarkommen und wir hatten natürlich auch Schiss, dass wir den Kuss verhauen und so. Also es ging ja von mir aus im Prinzip. Aber es wurde dann doch ganz schön und wir haben uns dann doch ganz schön geküsst und es hat Spaß gemacht und mal gucken. Also noch mal gucken. Und wie sieht der Regisseur die Herzensdinge? Also ich glaube, zwischen den beiden besteht schon eine richtige enge Freundschaft. Und das gibt natürlich dieser Kratzbürstigkeit von ihr und seinem Versuch, sie zu gewinnen, eine ganz große Doppelbödigkeit. Also das merkt man bei den Aufnahmen zwischen den beiden unwahrscheinlich, dass was zwischen den beiden alles schwingt. Kannst Schnittlauch hacken. Wir nehmen mal Ketchup. Ketchup? Und deine Mutter will hier eine Gaststätte aufmachen. Bei uns essen alle Ketchup. Ketchup nehmen so eine, die nicht kochen können. Meine Mutter hat sogar einen Eiskaffee. Denn in der Filmrolle liebt Saskia die Mumie. Nein, doch nicht in diesem Zustand. Warst du auf? Sondern so. Verliebt? Und im wirklichen Leben gefällt er ihr da auch so? Nicht ganz mein Geschmack, aber der sieht schon richtig gut aus. Ich denke mal, dass er auch gut ankommt. Der ist nicht dein Typ? Nee. Sondern? Ja, ich stehe halt auf einen anderen Typ. Aha, vielleicht auf den. Oder auf den. Oder will sie es nicht verraten? Oder ist es eben doch Matthias? Ja. Tja. Tja, hätte man das eher gewusst. Ja, hätte ich ganz anders geküsst. Dann... Aber auch die reifere Jugend darf sich im Film lieben. Wir haben ja nur leider eine Kussszene, anderthalb. Wir werden immer unterbrochen, wenn wir uns küssen wollen. Das ist unser Problem in diesem Film. Immer wenn es kurz davor ist, kommt ein Kind rein, will irgendwas oder wir werden unterbrochen. Und nur einmal klappt es wirklich, dass wir uns herzlich, liebevoll küssen dürfen. Und das war wunderbar. Tja. Na also... Gleich nochmal von vorn. Bei Nacht und Nebel. Ab! Achtung! 5, 4, 3, 2, 1. Ton läuft! Als wir das Buch geschrieben haben, da haben wir uns amüsiert und gegruselt, haben die ganze Geschichte schon mal erlebt. Und habe ich eigentlich nie daran gedacht, ich wusste es eigentlich im Unterbewusstsein, wie schrecklich es ist, Nächte zu drehen. Das heißt, 70% dieses Films sind Nachtaufnahmen. Und das bedeutet immer, 3/4 Stunde einleuchten, 10 Minuten inszenieren, 2 Minuten drehen. 3/4 Stunde einleuchten. Und das ist etwas, was alles natürlich unwahrscheinlich auch nervt. Am frühen Abend herrscht bei Kostüm und Maske reger Betrieb. Und Kurt Böwe hat seinen ersten Auftritt. Ich wünsche einen schönen Abend. Ob Latzhosen oder Uniform, Ritters Rüschenhemd oder Schäfers Kittel, alles muss, bevor gedreht wird, dem kritischen Blick von Günther Meyer standhalten. Ich bin doch der Gute. Kurt Böwe macht sich unnötige Sorgen um seine Gesundheit. Behandle mich ganz zart und sensibel. Wenn du mich stichst, ich könnte daran verbluten. Ich stech dich. Und es wäre doch schade. Und während am Pfarrer, alias Kurt Radecke, noch gestichelt wird, erkundigen wir uns bei den jüngsten Stücknern, ob sie denn wissen, was hier los ist. Ja, wird ein Film gefilmt.
Naja, also er heißt, glaube ich, Grusel in der Gruft. Theodora F. Bevor der Grusel aber so richtig losgeht, stärkt man sich an den leckeren Stullen von Frau Höppner. Und redet natürlich über das Essen. Ich esse gerne Erbsensuppe, aber nur die, die ich selber mache. Unten wartet bereits eine weitere wichtige Darstellerin, die Stute Murki. Ja, wunderbar. Ich gehe schon mal rüber. Es ist jetzt 20 Uhr vorbei, die Dämmerung legt sich langsam über das Dorf und die Darsteller machen sich auf den Weg zum Drehort. Auf dem Drehplan steht eine der Höhepunktszenen des Films, das Schattengericht. Was sagen denn die Stückner dazu, dass sogar auf dem Friedhof gedreht wird? Die erfahren das da unten sowieso nicht mehr. Und zum anderen, es sind nun mal Filme. Und wenn es damit was zu tun hat, so viel das hat hier. Ach ja, die Stückner, die haben schon eine Menge zu erzählen. Und die Filmleute haben eine anstrengende Nacht vor sich. Besonders die Requisiteure sind gefordert. Ungefähr 50 Kleindarsteller müssen über Stunden mit Fackeln versorgt werden. Inzwischen ist es ungefähr 22 Uhr und Proben und Dreharbeiten sind in vollem Gange. Bitte. Das hätte schief gehen können. Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber nun heißt es wieder warten. Kleinen Moment, warten auf den Nebel. Nebel auf Bestellung. Für Filmleute kein Problem. Anne, mach dich bitte größer. Es geht auf Mitternacht. Achtung! Und bitteschön! Langsam kommt die Müdigkeit und kalt wird es auch. Aber an Pause ist noch nicht zu denken. Für unten drunter ist das schon schön, ne? Ton. Ab! Und der läuft. 143,86. Immer noch nicht zufrieden? Noch lange nicht. Immer wird beim Film ein bisschen geschummelt. Saskia war für diese Einstellung zu klein. Was? Nochmal. Jetzt ist es 3 Uhr. Endlich Pause. Kurt Böwe ist froh, er hat für heute Drehschluss. Für die anderen gibt's Möhrcheneintopf. Die heiße Suppe tut gut und weckt die Lebensgeister. Die Dreharbeiten werden noch bis früh gegen 6 Uhr andauern. Wir hätten da mal eine Frage. Was halten die Schauspieler eigentlich von ihrem Regisseur? Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er ist sehr entspannt, sehr genau, sehr gut vorbereitet. Aber das Wichtigste ist, er ist wirklich total entspannt und die ganze Atmosphäre ist ja wunderbar. Ja, der ist auch okay. Ja. Ich merke einfach von seinem Aufbau her und von dem Gefühl und der Erfahrung, den er hat und die er einbaut in die Arbeit, dass das jemand ist, auf dem ich mich gerade bei diesem Genre, was ich auch so noch nie gemacht habe, jetzt auf Grusel, einfach 100% verlassen kann. Diesen Jungen muss man berühmt machen. Ich bin zufrieden, dass ich diese namhaften Leute zusammengekriegt habe und dass die auch mit großem Einsatz spielen. Kannst du gelabern zu mir sagen? Und was hält Klein Friedrich von Groß Kurt? Ich glaube, ich meine, dass der so ungefähr mein Typ ist, weil der redet auch ganz schön viel
und der, ich rede auch eine ganze Menge. Das ist ein aufgeweckter Bursche. So. Was uns wirklich interessiert, erhielt das Geisterpferd Murki wenigstens eine ordentliche Gage? Na, ordentlich für die Anstrengung. Hat für ein paar Tage ihr Futter verdient. Und wie wurde das mit der Knochenhand aus dem Grab gemacht? Und ganz einfach. Einfach so. Wen hatte der Kameramann am liebsten vor der Linse? Die Maja ist eine sehr nette, sympathische, junges Mädchen. Und kann sich der Produzent ein Leben nach dem Tod vorstellen? Die Interpretation, die wir in unserer Geschichte zum Beispiel haben, die ist eine spannende. Wenn man 300 Jahre später von einem jungen Mädchen quasi aus der Gruft geküsst wird, das wäre schon ein Weg, den man sich wünschen könnte. Und was hält Friedrich generell von der ganzen Geschichte? Die Geschichte wird schon wahr sein, denke ich mir mal. Ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass er nachts aus seinem Grab steigt. Nee, das nicht. Und gleich ist Schluss. Die Dreharbeiten nähern sich dem Ende. Verschleißerscheinungen bleiben da nicht aus. Ja, und jetzt geht mir der Saft langsam aus. Was wünscht sich der Regisseur für die letzten Drehtage? Ich wünsche, dass das Wetter für die letzten paar Tage durchhält, dass wir keinen Wind bekommen, dass wir immer Sonne haben, dass wir immer das Wetter eigentlich vorherbestimmen können, dass keiner krank wird, dass alles gut läuft. Kurt Böwe kann seinen wohlverdienten Urlaub kaum erwarten. Bei mir ist es diese wunderbare, nicht aufregend, gefährliche Landschaft, kalte Landschaft des Nordens. Da werden die Gefühle durchsichtiger, Junge. Jackie Schwarz denkt bereits an die Zukunft. Das ist nicht ganz uneigennützig, also dass ich für Kinder gerne spiele. Und das sind ja die Zuschauer von morgen und übermorgen, die Erwachsenen. Das ist immer ganz gut, wenn die sagen, den... Siehst du den jetzt, der grauhaarig und noch fetter. Ah, den habe ich früher gesehen, im Kinderfilm, aber hat er mir schon gefallen. Und Matthias mag an das Ende gar nicht denken. Aber jetzt ist es so, jetzt hat man nämlich Schiss, dass die Produktion vorbei ist. Denn es wird grausam, aber im Abschlussfest sich auf Wiedersehen zu sagen. Aber wir werden uns hoffentlich nochmal wiedersehen, irgendwo und irgendwann. Und telefonisch werden wir sicher auch Kontakt halten, ne? An die olle Mumie und deren Spuk und Schabernack werden sich alle Beteiligten gern und lange erinnern. Die Mumie fand übrigens ihre letzte Ruhestätte unter würdigen Umständen. In einer der Ausstellungshallen der Studiotour in Potsdam-Babelsberg. So viel Schönheit musste einfach der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sie befindet sich in guter Gesellschaft. Um Mitternacht kann sie King Kong und dem Glöckner von Notre Dame ihre Geschichte erzählen. Die Geschichte vom Spuk aus der Gruft und wie er dort reinkam.